tolle Skyline bei Tante Uschi. Ich bin bei der zu Hause, wo ich in New York gewohnt habe. Sie sagt, dass sie gut vorgesorgt hat, wenn sie alt ist, weil sie immer viel gearbeitet hat und auch immer Leute für Geld aufgenommen hat. Quasi gar kein eigenes Leben hatte. Ich frage mich, ob das so sinnvoll ist und sie nicht ihr Leben vertan hat, da es doch besser ist, im Hier und Jetzt zu leben. Es hat jemand in der Zeitung gelesen, dass ich am Wegrennen sei und sie spricht mich darauf an, wobei ich meine, ach, die haben einfach nur ein Bild von mir beim Joggen gemacht. Ich war nicht am Wegrennen. Dann später bin ich doch auf der Flucht mit einem Freund. Wir haben Leute umgebracht. In unserem Auto sind die Waffen, ein Messer, eine Pistole und noch ein Messer. An der Tankstelle haben wir jemanden umgebracht. Ich will schnell weg, einfach um nicht noch länger auf den Kameras zu sein. Auf der Autobahn ist es echt voll und eng und die Leute sind echt unmöglich, wie sie sich dazwischen und vordrängeln. Wir laufen und sind plötzlich in einem Haus. Ich erkenne etwas an einer Pinnwand. Es ist das Haus von meiner Tante. Ich bin unsicher, weil wir so plötzlich drin sind. Sind wir eingebrochen? Ich schaue, wo der Eingang ist, hoffe nicht gesehen zu werden, damit ich so tun kann, dass ich gerade aus dem Eingang komme. Aber Uschi, meine Tante sieht mich und begrüßt mich herzlich. Sie freut sich, dass ich da bin. Meine Schwester, ihr Mann und die Kinder sind auch da und spielen mit einem Bobbycar. Mein Bruder ist auch da und bekommt von einem Mädel in der Küche die Seifen gezeigt. Der Ausblick von der Fensterfront ist gigantisch. Das liegt anscheinend an einem Steinstrand am Fluss. Im Steinstrand ist ein riesiges schwarzes Regal, voll mit interessanten aussehenden Büchern. Ich finde es schon komisch, dass es draußen steht. Ist es ein Kunstwerk? Und wir blicken auf eine Skyline von einer sehr interessant leuchtenden Stadt, die etwas Asiatisches hat, mit leuchtenden Türmen. Sie hat auch direkt vom Haus noch einen großen Globus stehen, der auch sehr kunstvoll älter aussieht. Es kommen zwei Jungs vorbei, die ich interessant finde. Die merken das anscheinend und meinen, wenn du willst, dass wir einen Tee mit dir trinken, musst du uns schon sagen, dass wir unbedingt einen Tee brauchen. Und ich sage dann lachend, ja, ihr braucht unbedingt mindestens einen Tee. Und sie kommen und wir trinken zusammen Tee. Hi, ich bin Alice im Wachtraumland und oft werde ich gefragt, wozu luzides Träumen gut ist. Mein Vater ist Ingenieur und von ihm kenne ich die Geschichten, als die ersten Computer gebaut wurden, die so groß waren wie ein Zimmer und so viel konnten wie ein Taschenrechner. Damals wurde gerne gefragt, wozu Computer? Ich glaube, heutzutage würde niemand mehr diese Frage stellen. Was bringt das denn überhaupt, wenn man das kann? Einerseits kann man natürlich die Zeit in der Nacht nutzen, um Dinge zu trainieren. Also man kann im Prinzip unfallfrei Sportabläufe trainieren, man kann Vorträge vorbereiten, man kann Lösungen suchen, man kann die Welt mit den Augen von jemand anders sehen. Also nicht nur mit den Augen von jemand anders sehen, sondern auch mit dem Körper von jemand anders fühlen, mit den Gefühlen, mit den Gedanken. Man kann neue Erfindungen finden, neue Ideen bekommen. Also es sind total viele Sachen. Man kann sich auch selber heilen. Manche Leute fliegen natürlich auch gerne oder erfüllen sich diverse Sexfantasien. Also es alles, was man gerne machen will, kann man dort machen. Das klingt sehr spannend. Ich würde ganz gerne mit dem Heilen nochmal dazu kommen. Wann kann luzides Träumen für einen Menschen wirklich wichtig sein? Wem kann das luzide Träumen besonders helfen? Also natürlich kann es einerseits Menschen helfen, die halt Albträume haben oder an einem gewissen Punkt. Also besonders finde ich auch, dass es bei psychosomatischen Krankheiten ist, weil das ja oft Sachen sind, die in einem drinne eine Art Blockierung oder ein Problem hervorrufen. Und dann, also im Prinzip finde ich, dass man in dem luziden Träumen direkt in seinem Unterbewusstsein drinne ist und dann dort direkt arbeiten kann. Und jetzt zu dem Zugführer mit dem posttraumatischen Erlebnis. Also, wenn, ist jetzt ein bisschen kompliziert, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Kein Problem. Also wenn es jetzt einen Zugführer gibt, der das Erlebnis hat, dass sich jemand vor seinen Zug geworfen hat und der danach immer wieder davon träumt, also im Prinzip von Albträumen geplagt wird, bei ihm kann es helfen. Also wenn ich jetzt mit ihm arbeiten würde, würde ich ihm natürlich erklären, dass wenn dieser Traum immer wieder, wenn er den immer wieder träumt,
dass er sich dann darauf konzentrieren kann, das als Traumzeichen zu sehen und sich bewusst wird, dass er dann im Traum ist, weil er das schon kennt, dass er das immer wieder träumt und dann halt bewusst eingreifen kann. Also für mich sind luzide Träume auch bewusste Träume, wo man aktiv wird. Und er kann dann zum Beispiel im Traum den Zug anhalten, mit den Gedanken, also per Gedankenkraft, und das Geschehen ändern oder auch einen anderen Blickwinkel dazu bekommen. Mach ein Like unter das Video und schreib einen Kommentar. Ich wünsche dir schöne, luzide Träume. Kämpfende Einhörner. Ich merke, dass ich so Löcher in den Füllungen in meinen hintersten Backenzähnen habe. Deswegen habe ich ziemliche Zahnschmerzen. Ich habe so weiße Stützen in den Zähnen, auch innen im Gaumen und einer ganzen Zahnreihe. Die gehen irgendwie kaputt und raus, diese Stützen. Ich weiß gar nicht, wofür die überhaupt gut waren. Ich telefoniere mit einem Freund. Bei ihm sind ganz viele andere Leute, auch ein anderer Freund und noch andere, die mit mir reden wollen, Fragen stellen wollen, während sie im Kreis zusammensitzen. Ich bin etwas irritiert. Ich weiß gar nicht, wer da alles ist. Ich hatte die Erfahrung in letzter Zeit gemacht, dass mir Leute etwas vorschreiben, die eigentlich gar keine Ahnung haben oder zumindest nicht mehr als ich. Und ich lasse es nicht mehr zu. Und sie haben auch gemerkt, dass es nicht unbedingt so ist, dass sie mehr Ahnung haben als ich. Ich frage mich, ob ich schon gedreht habe, die Szene, wo ich morgens Müsli esse. Und wir überlegen hin und her, ob ich das Müsli mit oder ohne Milch esse oder lieber mit Wasser. Wir haben die ganze Küche leergeräumt. Deswegen sieht sie auch deswegen ja, viel sauberer aus. Ich sehe einen Kampf von einem weißen Pferd mit Horn gegen drei andere. Es ist ziemlich stark und auch etwas aggressiv und gewinnt. Sie sind in einer Arena. Ich bringe es in einen Stall. Erst will es in eine Pferdekabine, wo schon ein anderes Pferd ist. Und ich dirigiere es wieder raus. Auch weil ich es nochmal zur Verabschiedung umarmen will. Worüber es sich auch freut. Und bringe es in eine andere Kabine. Es sagt mir nochmal seine Nummer, damit wir uns wiedersehen. Durch sein kleines Fensterchen mit Stangen. Es sagt mir noch eine andere Nummer, eine Zahl davor oder dahinter. Es sind vier Zahlen, weil es meint, dass das Pferd danach oder auch davor sehr stark ist. Und während er darüber erzählt, kommt er als Mann durch das Fenster rausgeklettert und will noch in die Stadt gehen. Und wir laufen noch ein Stückchen zusammen. Er will dann in die Berge fliegen gehen. Und ich will noch zu meinem Filmteam. Hi, ich bin Alice im Wachtraumland und für mich ist luzides Träumen schon etwas sehr Normales und doch gibt es immer wieder neue Schritte mit einem umwerfenden, krassen Erlebnis und in diesem Video erzähle ich von meinem letzten Erlebnis, was mich bereichert hat. Das Krasseste, was du in einem luziden Traum erlebt hast, was war das? Also es sind verschiedene Dinge. Ich finde alleine generell, luzide Träume sind einfach eine krasse, tolle Erfahrung, weil man einfach erlebt, dass es möglich ist. Man hat dieses Gefühl, man ist nicht nur an seinen physischen Körper gebunden, sondern es ist einfach, man hat einfach das Gefühl, man ist in einer anderen Welt, es sind andere Sachen möglich. Und zum Beispiel bei mir, was einmal sehr krass war, hatte ich einen luziden Traum und war quasi in einer Art Paralleluniversum, Parallelleben. Und es gibt so einen ganz frühen Punkt bei mir, wo anderes Leben, sag ich mal, möglich gewesen wäre. Und ich habe mich immer gefragt, wie das wäre. Und natürlich findet man immer das, was man nicht hat, schöner. Und in dem Traum kam ich, also in diesem luziden Traum, ich habe mich immer gewundert, so komisch, es ist alles anders, aber doch so ähnlich, habe ich dann gemerkt. Und dann kam ich genau an den Punkt, wo ich wusste, okay, hier bin ich in diesem anderen Leben und kam genau an den Punkt, wo ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass es anders gewesen wäre. Und das war einfach, das ist so eine Erfahrung, die kann man sich nicht durch Gedanken oder durch gedankliche Theorien bekommen. Das ist einfach was ganz anderes, wenn man da wirklich drin ist und diese Emotionen und diese Gedanken und wirklich so ein ganz anderes Leben komplett durchgelebt hat.
andere Beispiel ist auch, was ich total interessant finde, ist, wenn man zum Beispiel in der Schlafstarre ist, also was auch so ähnlich zum luziden Träumen ist oder auch so ein Sprungbrett zum luziden Träumen, habe ich auch schon oft erlebt, dass ich dann im Prinzip die Gedanken von den Menschen halt höre, die in dem Raum sind. Oder was auch sehr interessant ist, wenn man zum Beispiel an andere Orte reist, in Anführungszeichen, außerkörperlich oder per luziden Traum, für mich ist das immer sehr ähnlich. Und da dann im Prinzip Dinge sehen kann oder Orte sehen kann, die man dann halt auch nachher dann gucken kann, dass es die auch wirklich gibt. Also wenn man jetzt bei jemanden besucht, den man nur so oberflächlich kennt und dann später diesen Menschen wirklich zu Hause besucht, dann sieht man, dass es halt wirklich so dort aussieht. Ist auch nur ein Beispiel. Krass, ja, echt krass. Das muss ja dann, es ist ja dann wie so ein Déjà-vu, oder? Naja, ich finde, Déjà-vus sind eigentlich eher so, also dadurch, dass ich ja meine Träume jeden Tag aufschreibe und mich sehr viel damit beschäftige, sehe ich auch, dass viele Träume sich halt wie verwirklichen. Und ich denke, dieses Gefühl von Déjà-vu ist halt oft bei Menschen, die sich ihrer Träume nicht so bewusst sind. Für mich sind das dann prophetische Träume oder präkognitive Träume, dass sie sich erfüllen. Und bei den Menschen, die ein Déjà-vu-Gefühl haben, habe ich das Gefühl, dass sie den Traum vergessen haben und dieses Gefühl aber trotzdem noch unbewusst abgespeichert ist. Mach ein Like unter das Video und schreib einen Kommentar. Ich wünsche dir schöne, luzide Träume. Der böse Bärkuchen. Ich bin in meinem Kinderzimmer mit meiner Kindergartenfreundin und irgendwie bin ich total crazy angezogen mit so Zebramuster in meinem Gesicht, mit so einem sexy Dress, der gerade so meine Brust bedeckt, mit einem String nach unten seitlich am Bauchnabel vorbei und bedeckt auch gerade noch so das Nötigste. Es ist sehr dünn wie eine Strumpfhose alles. Ich überlege nun, in dem Stil Bus fahren oder nicht. Eigentlich würde ich gern so bleiben, ist ja eigentlich ganz lustig, aber ich weiß ganz genau, dass dann alle Leute so ein bisschen mich anglotzen würden. Meine Freundin stimmt mir zu. Ich überlege, ziehe ich einfach noch eine kurze Hose und ein Oberteil drüber und schminke mich ab oder nicht? Ja, keine Ahnung. Dann eine andere Sache. Es kommen ein paar Männer, die meine Seidenschals vom Flohmarkt sehen und einfach plötzlich meinen, dass das ein unrechtmäßiger Kauf war und sie deswegen nun mitgenommen werden, was ich total überrascht zulasse. Danach meine ich nur zu einem Kumpel, der da ist, ey, scheiße, warum habe ich das zugelassen? Das ist doch total unrechtmäßig, was die da überhaupt machen. Irgendwie sind total viele Leute im Flur, so als wäre das Haus eine Studenten-WG. Es gab noch eine Geschichte mit einem Pferd, dem etwas passiert ist. Ich bin total traurig darüber und fühle mich total schuldig. Der Pferdelehrer kümmert sich aber darum. Irgendwie ist es passiert, dass ich einem riesigen Lastwagen aus Versehen einen kleinen Kratzer verpasst habe. Der Besitzer steigt sehr theatralisch aus mit Musik. Als würde es jetzt Ärger geben. Er meint nur, warte, jetzt kommt der böse Bär. Ich bin neugierig und warte beobachtend, was der böse Bär wohl sein wird. Der Besitzer, der sehr gut aussieht, so ein bisschen wie so ein Gangster oder so ein Cowboy, geht weg. Dann entdecke ich den bösen Bär in Form eines Kuchens. Ich bin total überrascht und überlege, das soll der böse Bär sein? Irgendwer sagt mir, dass ich ihn besiege, indem ich ihn aufesse. Und ich denke, naja, nichts leichter als das und esse ihn auf. Ich bin Alice im Wachtraumland und hier erkläre ich ein paar grundlegende Basics zum luziden Träumen im Interview mit Alina Schröder. Was ist das Wichtigste, wenn man lernen will, luzid zu träumen? Also für mich ist der erste Schritt auf jeden Fall Traumtagebuch zu schreiben, diese auch die Intention zu haben, dem eben eine Interesse entgegenzugeben und auch offen dafür zu sein. Und da kommt dann für mich auch die projektive Traumarbeit ins Spiel. Für mich ist das auch ein guter Schritt, die Traumwelt, also diese näher kennenzulernen mit den ganzen anderen Gesetzmäßigkeiten, die dort sind.
Wenn man dann zum Beispiel jetzt bei mir in den Traumgruppen oder in Einzelsessionen an den Träumen arbeitet, lernt man die Traumwelt mehr kennen und sieht, was bei einem selber halt oft vorkommt. Also wovon man viel träumt, ob es jetzt von Toiletten ist, von Zähne ausfallen, von Haare verlieren oder whatever. Und dann kann man daraufhin dann gucken, dass man, wenn man jetzt einen Realitätstest macht, also Realitätstests finde ich auch sehr wichtig, zu gucken, dass man immer darauf achtet, in welcher Wirklichkeit man eigentlich gerade ist, ob es jetzt gerade Wachwirklichkeit oder Traumwirklichkeit ist. Und diese Realitätstest kann man dann zum Beispiel mit dem Traumzeichen, wovon man oft träumt, verknüpfen und das halt trainieren. Und natürlich mit der Intention, auch luzid zu werden. Was ist so ein Realitätscheck? Kannst du mal 2, 3 nennen? Also zum Beispiel ein ganz bekannter Realitätstest, also denken auch viele an Carlos Castaneda, ist eben seine Hände anzuschauen, zu gucken, was das für eine, also ich gucke immer, was für eine Farbe die Hände haben, andere schauen, wie viele Finger sie haben oder ob sie sonst irgendwie komisch, strange sind oder ich habe es auch sehr oft, dass sie dann einfach unsichtbar sind. Und der zweite wäre zum Beispiel auf seine Uhr zu schauen und zu gucken, ob die irgendwie außergewöhnlich anders ist als normalerweise oder ob man sie auch verändern kann, die Uhrzeit. Andere mögen auch gerne den Nasen-Reality-Check, also die Nase zuzuhalten und versuchen trotzdem zu atmen, weil man natürlich im Traum trotzdem atmen kann. Oder man kann auch Schrift lesen, wegschauen und wieder gucken und wenn die Schrift sich dann verändert hat, dann ist es auch ein Traumzeichen. Und ich muss jetzt aber irgendwie im Alltag, also im Wachzustand, ja das üben. Kannst du das kurz erklären, dass die Traumchecks erstmal im Wachzustand anfangen? Ja, also das ist die Sache. Für mich, also luzides Träumen ist für mich wie bewusstes Träumen oder beziehungsweise bewusstes Leben. Also ich sage auch gerne luzides Leben. Und deswegen ist es so, dadurch, dass man sich in seinen Träumen oft meistens so verhält wie in der Wachwirklichkeit, ist es wichtig, die ganzen Reality-Checks tagsüber auch zu trainieren und zu üben, so dass man sie auch in der Traumwirklichkeit macht. Mach ein Like unter das Video und schreib einen Kommentar. Ich wünsche dir schöne, luzide Träume. Das Drachenspiel. Ich gehe mit einer Freundin in einen Freizeitpark, wo wir den ganzen Tag tanzen wollen. Beim Eingang sind viele andere Kids. Wir bekommen Uhren ausgeteilt. So eine, wie ich auch in echt trage. Und die anderen goldene. Ich zeige Marisa die dunkelblaue, weil ich es ja so lustig finde, dass ich nun die bekomme. Es sind viele Kids da, die noch CDs bekommen, mit den ganzen Liedern drauf. Ich und meine Freundin bekommen eine extra Festplatte. Die Kids bleiben wohl nur einen Tag. Ich bleibe länger. Ich begrüße noch ein paar andere, die auch schon ein paar coole Schritte üben. Wir gehen rüber und schauen, wo unsere Räume sind, wo wir unseren Koffer hinpacken und schlafen und so. Ein anderer Freund ist neben mir und reißt die ganze Zeit Sprüche. Irgendwie bin ich anscheinend mit ihm zusammen, aber ich finde es etwas nervig, dass er sich so sicher ist, dass ich mit ihm bin und auch über mich Sprüche reißt. So macht er sich nicht gerade beliebt bei mir. Als ich zu den Räumen gehen will, gehe ich den Berg runter. Ich vergesse, dass ich zu den Räumen wollte und eine Art Horrorszenario fängt an. Es wird extrem dunkel. Ich bin plötzlich im Wald. Irgendwer ist mit mir und ich meine zu der Person, ist schon echt krass. Ich vergesse immer wieder, wie gruselig so ein Freizeitpark immer ist. Kommt ja auch immer drauf an, in welchen man geht. Die haben ja so alle verschiedene Themen. Ah, den Weg hier kenne ich. Da ist links eine Tür und da geht es noch tiefer, wo das Baby einen Jungen ermordet hat. Also ich erinnere mich auch an einen anderen Traum. Heute will ich nicht in die Tür gehen. Ich weiß, dass hier auch ein Drache rumlungert, den ich dann auch sehe. Er fängt an, mich zu verfolgen. Ich renne weg vom Weg ins Gebüsch. Aber auch dahin kann er kommen. Ich höre und sehe Feuer immer näher kommen. Plötzlich sehe ich eine Draufsicht, also ich sehe von oben drauf. Als würde ich mich von oben navigieren. Ich bin ein Punkt in der Landkarte und es kommen viele Punkte auf mich zu, die alle Soldaten darstellen. Es wird alles ziemlich stressig und ich habe keinen Bock auf den Stress. Das ist doch alles wie dieses Diablo-Spiel von meinem Bruder, denke ich. Plötzlich sitze ich an dem Rechner von meinem Bruder. Ich suche ganz schnell, wo ich es beenden kann, in der oberen Leiste.
Finde aber kein Beenden. Stehe auf und halte den Startknopf gedrückt und es geht endlich aus und ich bin erleichtert. Wo wollte ich eigentlich hin? Ach ja, zu den Schlafplätzen. Meine Freundin ist bestimmt schon da. Ich gehe zu den gemeinsamen Räumen von meiner Freundin. Sie hat ein sehr lustiges Bett, was wie eine Spielgrube zum Thema Dschungel aussieht, mit Palmen und Bananen aus Stoff. Sie hat einen Typen bei sich, ich will sie nicht stören. Ich will auf Toilette. Meine Freundin meint, ich sollte nicht immer meine Klamotten benutzen, um meine Scheiße abzuwischen. Was mich total überrascht. Das mache ich doch nicht. Ich sehe aber meine Socken da liegen mit Scheiße dran. Das hat jemand anderes gemacht, ärgere ich mich. Jetzt muss ich das alles nochmal waschen. Oh Mann. Habe ich die ganze Nacht überhaupt geschlafen? Die habe ich doch durchgemacht. Hoffentlich bin ich heute noch fit. Irgendwie denke ich in dem Traum, ich habe die Nacht durchgemacht und habe nicht geschlafen. Was? Naja, das stimmt. Hi, ich bin Alice im Wachtraumland und hier siehst du einen Ausschnitt von dem Radiointerview, das Alina Schröder vom Das Ding mit mir geführt hat. Warum ist Träumen überhaupt so wichtig, deiner Meinung nach? Ich finde es wichtig, also im Prinzip ist man da mit seinem Unterbewusstsein in Kontakt und für mich ist es einfach, also ich muss immer an Christoph Kolumbus denken, für mich ist das so wie eine zweite Welt, die jetzt immer mehr entdeckt wird von immer mehr Menschen. Und dadurch sind einfach viel mehr Möglichkeiten da. Und das ist natürlich toll, dass man die nutzt. Ja. Was ist das Schönste am Träumen für dich? Für mich ist das das Schönste, weil es ist für mich so die persönlichste Daily Soap. Also ich habe auch keinen Fernseher zu Hause. Für mich sind meine Träume das interessanteste Theaterstück in der Nacht. Und ich lerne etwas dabei. Es ist ganz persönlich auf mich zugeschnitten mit Charakteren aus meiner Wachwirklichkeit, die natürlich Anteile meiner selbst in meinen Träumen widerspiegeln. Und es gibt mir auch dieses Gefühl, dass auf jeden Fall ein Leben nach dem Tod da ist, beziehungsweise dass das Leben viel sinnvoller und gehaltvoller ist als einfach nur der graue Alltag im Prinzip. Lebst du mehr in deinen Träumen als in der Wachwirklichkeit? Nee, absolut nicht, würde ich sagen. Für mich ist es beides genauso wichtig. Also man kann nur so luzid in seinen Träumen werden, wie bewusst man auch in der Wachwirklichkeit ist. Also beides hat so seine Qualitäten. Im Prinzip muss man, um luzid zu träumen, sich auch bewusst sein, oh, ich bin in der Wachwirklichkeit, wie schön. Die Dinge verändern sich nicht so schnell. Die Dinge bleiben da liegen, wo ich sie ablege. Oder also sich einfach auch daran erfreuen, ich bin in der Wachwirklichkeit, schön. Und dann, ich bin in der Traumwirklichkeit. Weil viele Menschen denken natürlich immer, dass sie in der Wachwirklichkeit sind, beziehungsweise es ist ihnen eigentlich egal, in welcher Wirklichkeit sie sind. Und dementsprechend, also wenn sie morgens aufwachen, denken sie, ach, das war ja nur ein Traum, aber nur weil sie sich nicht darüber im Klaren waren, in welcher Wirklichkeit sie eigentlich gerade waren. Ja, gibt es Menschen, die das gar nicht lernen können, luzid zu träumen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich würde natürlich sagen, es kann jeder lernen. Und man muss einfach daran arbeiten, diese gewisse Idee, dass man es nicht lernen kann, einfach zu überbrücken. Also im Prinzip, es kann ja auch jeder heutzutage lesen lernen. Und das war früher mehr ein Privileg. Und heute ist das im Prinzip das Erste, was man in der Schule lernt. Und ich denke mal, wenn das in die Kultur mehr reingeht, dann wird es auch das Selbstverständlichste sein. Hast du schon mal jemandem dadurch, dass du ihm beigebracht hast, luzid zu träumen, wirklich geholfen in irgendeinem Aspekt? Kannst du dich da an ein konkretes Beispiel erinnern? Also ich bekomme immer sehr positives Feedback in meinen Traumgruppen oder in den Einzelsessions. Also auch wenn die Leute nicht luzid sind, weil die Trübträume oder beziehungsweise die Träume, wo man nicht luzid sind, sind eigentlich genauso wichtig. Also viele Messages oder viele Lösungen bekommt man auch oft in den Trübträumen. Aber der luzide Traum ist natürlich ein Level weiter höher. Mach ein Like unter das Video und schreib einen Kommentar. Ich wünsche dir schöne, luzide Träume. Der Einbruch-Durchbruch-Pionier.
Ich bin zu einem Interview eingeladen mit zwei anderen Schauspielerinnen, die bekannter sind als ich. Wir sind alle super, super schick angezogen, mit gemachten Fußnägeln, eleganten Röcken, Perlenketten und Ohrringe und sowas. Ich bin etwas schüchtern, die anderen zwei sind selbstbewusster als ich und führen ein Gespräch vor der Kamera, während wir die Friedrichstraße langlaufen. Wir kommen in einem sehr, sehr schicken Restaurant an. Die Kameras waren noch eine Weile da, sind aber dann weg. Ich fühle mich etwas verkleidet und denke, andere bekannte Schauspielerinnen gehen doch auch leger zu ihren Interviews. Aber zu dritt? Da würde ich ja aus dem Rahmen fallen. Wir reden zu dritt noch etwas über unsere Klamotten, wie wir unsere Fußnägel gemacht haben. Es gibt zwei, drei elegante Typen, die ein paar Tische weiter von uns sitzen und zu uns schauen und uns beobachten. Ich überlege, ob ich da einen Kontakt herstellen sollte, traue mich aber nicht so wirklich. Später treffe ich noch viele andere von meiner alten Schule und ich habe das Gefühl, dass eine Kunstklausur ansteht und überlege, wie ich mich vorbereite. Dann überlege ich, mich nicht vorzubereiten. Irgendwie kreuzen sich meine Wege mit einem anderen Freund. Ob er mir helfen kann oder warum treffen wir nun wieder aufeinander? Wir sind in der Nähe von meiner Grundschule. Ich gehe rein, suche den Klausurraum. Als ich reingehe, weiß ich gar nicht, wo ich sitze. Ich war wohl nicht da, als sich alle ihren Platz genommen haben. Nun nehme ich einfach in der vordersten Reihe den Platz, der übrig ist. Ich habe keine Lust auf die Klausur. Ich gebe dem Lehrer eine schlechte Note und gehe. Ich schleiche mich in ein abgeschlossenes Schwimmbad rein. Der Wachhund entpuppt sich als ein kleines Schoßhündchen, der sich freut, von mir gestreichelt zu werden. Ich fühle mich wie eine Pionierin. Es ist leicht einzubrechen. Nur hat sich keiner getraut. Oder es ist doch ein Kino? Ich schaue mich um. Ich finde viele Sitzplätze. Laufe weiter zu einem anderen Eingang, den ich öffne, damit noch andere rein können. Ich sehe die Geschichte von einem Mann, der von zu Hause weggeht, mit einem Zug, als blinder Passagier, zu Kriegszeiten. Und später kehrt er wieder zurück, wo schon keiner mehr an ihn denkt. Er war ein Pionier, ist aufgebrochen und tat, was er für richtig hält. Ich bin Alice im Wachtraumland und das ist ein Crashkurs-Video mit einem Überblick über die Basics zum luziden Träumen. Das Allerwichtigste ist natürlich, Traumtagebuch zu schreiben. Danach kannst du zum Beispiel auch schauen, welche präkognitiven Träume sich verwirklicht haben. Dann ist es wichtig zu sehen, was für Traumzeichen oft auftauchen in deinen Träumen. Also markiere die Traumzeichen in deinen Träumen und mach am besten ein Ranking davon und dann kannst du natürlich schauen, was andere Menschen für Rankings gemacht haben. Dann ist es natürlich wichtig, den Traum als Traum zu erkennen, also Realitätstests zu machen. Am besten den ersten schon gleich nach dem Aufwachen gegen ein falsches Erwachen. Um die Realitätstests auch im Traum zu machen, hilft das vorausschauende Gedächtnistraining. Wenn du diese ganzen Basics schon regelmäßig machst, kannst du daran arbeiten, deine Realitätstests stündlich oder in einem anderen Rhythmus regelmäßig zu machen für ein kontinuierliches Wachbewusstsein. Für manche ist es auch wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, warum sie die ganzen Übungen tun. Zum Beispiel, um sich zu motivieren und auch um vorbereitet zu sein, wenn sie dann plötzlich im luziden Traum sind. Für manche ist es auch motivierend, wenn sie sich so gut darauf konzentrieren, dass sie sogar ihre luziden Träume planen können, um dann auch in Studien im Schlaflabor teilzunehmen. Um noch mehr deine Träume zu verstehen, kannst du Collagen von deinen Träumen machen. Oder du machst projektive Traumarbeit mit Freunden, mit Bekannten oder mit mir in einer meiner Traumgruppen oder in Einzelsessions. Ich muss auch sagen, ich kenne viele luzide Träumer, die sich vegetarisch ernähren. Auch sehr inspirierend kann es sein, Filme zu dem Thema zu schauen oder Bücher zu lesen, wo es natürlich noch viel mehr Tipps und Tricks gibt. Und auch ist es sehr wichtig, sich eine Trauminkubation oder eine Traumintention aufzuschreiben vor dem Schlafengehen, am besten in das Traumtagebuch. Und ganz, ganz wichtig, regelmäßig Wake and Back to Bed Methode zu machen mit Wild oder Dialed mit Reality Check.
Mach ein Like unter das Video, wenn es dir gefallen hat. Und schreib einen Kommentar, welche Übung man noch hinzufügen kann und was ist deine Lieblingsübung. Ciao, bis zum nächsten Mal.